Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Lieben, mein Name ist Urs Wieghoff. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Let's Make Erste Hilfe Great Again Podcast. Ich hatte vorher schon immer so die große Hoffnung, dass der Podcast so einigermaßen vernünftig angenommen wird. Womit ich aber nicht gerechnet habe, waren derartige Reaktionen und vor allem weitere Fragen zu dem Thema. Denn diese Fragen, und da sind eine ganze Menge Fragen bei, die nicht nur die Erste Hilfe, sondern auch Rettungsdienst, Alarmfristen und so weiter und so fort betreffen. Und diese Fragen müssen tatsächlich offen gestellt werden und dazu bedarf es auch offenen Antworten. Und wenn derartige Probleme schon dargestellt werden, dann wäre auch eine Lösung dieser Probleme eventuell ganz witzig. Aber vielleicht bin ich da auch nur der Einzige mit einem derartigen fachlichen Granatsplitter im Frontallappen. Eine Frage, auf die ich genauer eingehen möchte, ist von Dennis, war die Frage, was muss ich tun, um in einer Notfallsituation meine Hemmschwelle Erste Hilfe leisten zu überwinden? Und das ist eine wirklich gute Frage und dazu gibt es eine ganz klare Antwort. Es gibt da nämlich einen Trick. Und zwar, bevor wir eine Idee haben, die wir umsetzen wollen und dem eigentlichen Umsetzen an sich. Zwischen einer Idee, etwas umzusetzen, zum Beispiel Hilfe leisten zu wollen und dem eigentlichen Loslaufen, gibt es ein Zeitfenster von 5 Sekunden. Etwa 5 Sekunden. Bei manchen sind es 3, bei manchen sind es 5. Und zwar ist es der Zeitpunkt, wo euer Frontallappen, der vordere Teil in eurem Gedächtnis, eure Idee und die wirklich gute Idee mit allen möglichen dummen Ausreden wieder madig machen will. Ich kann nicht, ich weiß nicht, ich mache was falsch. Das sind alles Dinge, die im Frontallappen angehen. Diesen Zeitfenster von 5 Sekunden, dass euer Frontallappen, euer Gehirn euch diese wundervolle Idee, Hilfe leisten zu wollen, ausredet. Das könnt ihr aushebeln, indem ihr von 5 rückwärts zählt. Von 5 rückwärts zählen. 5, 4, 3, 2, 1, go. Dieses rückwärts runterzählen hat einen ganz einfachen Grund. In dem Moment, wo wir vorwärts zählen, ganz normal 1, 2, 3, 4, 5, verstärken wir diesen Effekt noch, dass unser Gehirn uns diese Idee austreiben will und wir leisten keine Hilfe. Nach dem deutschen Prinzip der Teamarbeit, toll, ein anderer macht's. Was aber im Thema Erste Hilfe grundsätzlich und sehr, sehr schnell in die Hose geht. Was ich euch zu dem Thema auch noch an die Hand geben möchte. Und ich möchte, dass ihr euch im Vorfeld, bevor ihr in so eine Situation kommt, da mal Gedanken drüber macht. In über 80% der Fälle, in denen Erste Hilfe geleistet werden muss, ist es nicht der große, böse Unbekannte. Da ist es jemand aus eurem allernächsten Beritt. Allerengste Freunde, allerengste Familie und dann kommt sehr lange, sehr, sehr viel nichts. Habt das im Hinterkopf. Das heißt, die Chance, dass ihr eventuell mal an jemanden schrauben müsst, den ihr gut kennt, ist exponentiell hoch. Da solltet ihr also schon in der Lage sein, das auf die Kette zu kriegen. Jetzt kommen wir mal zu der Situation, ihr habt zu Hause irgendeine Notfallsituation. Ihr wollt Erste Hilfe leisten. So, und dann geht's los. 5, 4, 3, 2, 1. Ihr kommt dahin, stopp. Ihr kommt an das eigentliche Ereignis, warum Stopp? Stopp aus dem ganz einfachen Grund, damit ihr nicht etwas reinlauft, wie ihr eventuell als zweites Opfer am Boden liegt. Durchatmen. Das werdet ihr kennen. Ein paar Mal tief durchatmen und ihr beruhigt euch. Ich gebe euch eine klitzekleine Technik an der Hand, die normalerweise aus ballistisch knitterfrei und da vor allem bevorzugt von Scharfschützen kommt. Also bei polizeilichen und militärischen Spezialeinheiten. Gut aufpassen. Ihr atmet bis zu 5 Sekunden ein. Haltet den Atem bis zu 5 Sekunden an. Atmet bis zu 5 Sekunden aus. Haltet bis zu 5 Sekunden an. Das macht ihr 2-3 Mal. Und ihr habt eure Atmung und euren Puls wieder auf einem Niveau, dass dieses komische Ding zwischen den Ohren, sofern da irgendwas Sinnvolles drin vorhanden ist in dieser Rumsmurmel, dass das wieder vernünftig mit Blut versorgt wird. Und jetzt könnt ihr die richtigen Entscheidungen und die richtigen Maßnahmen treffen. Als nächstes kommt nicht Umgebung wahrnehmen, um zu gucken, qualmt irgendwas, wo etwas nicht qualmen sollte. Nehmt ihr irgendwelche Gerüche wahr, Benzin, irgendwas, was da nicht hingehört.
Ich meine nicht angebranntes Essen. Dass da jemand am Boden liegt und eure Hilfe braucht, das hat schon irgendeinen Grund. Hat das damit zu tun? Funkt es irgendwo, wo es nicht funken sollte? Wenn das alles nicht der Fall ist, dann geht ihr jetzt bei, setzt einen Notruf ab. Ja, ihr setzt jetzt den Notruf ab. Und jetzt leitet ihr mit diesem Notruf absetzen schon die entsprechenden Maßnahmen ein. Das, was ich euch hier gerade erklärt habe, meine Damen und Herren, ist das Saumschema. Dieses Saumschema ist erfunden worden von meinem Team und mir. You're welcome. Weitere Tipps und Tricks dazu findet ihr auch in meinen verschiedenen Büchern. Ich habe diese Tricks grundsätzlich in allen Büchern. Wie kann ich richtig realistisch üben und trainieren? Und die Frage ist gut und die Frage kam von euch. Und die Frage ist ganz besonders in Bezug auf Kunstblut. Und zwar bin ich gefragt worden, ob ich irgendwie ein Rezept kennen würde, mit dem man Kunstblut selber herstellen kann. Dazu Rezepte gibt es sehr, sehr viele. Ich will jetzt nicht sagen, alle ausprobiert, aber wir haben schon eine ganze Menge dabei gehabt. Wir haben nämlich auch einen relativ hohen Verbrauch. Der Haken an der Sache ist, dass das, was du an Kunstblut im Selbstrezept zusammengebraut kriegst, dass das nicht wirklich realistisch ist. Wirklich nicht. Nicht von der Haptik, nicht von der Farbe her, vor allem nicht dauerhaft von der Farbe, wenn so eine Übung irgendwie auch über mehrere Minuten oder gar Stunden geht. Nein. Was es inzwischen auf dem Markt gibt an Kunstblut, gerade für Halloween und so, erfüllt durchaus seinen Zweck und ist für den Anfang schon gar nicht schlecht. Das ist nur, wie gesagt, nicht selbst gemacht. Ja, es kostet einen Taler, aber dafür funktioniert es auch. Das, was wir verwenden in unseren Kursen, ist das Blut, was von Vero vertrieben wird. Und dieses Kunstblut, das ist ein Kunstblutkonzentrat, was man anmischen muss. Das ist das, was wir für uns rausgefunden haben, was am besten funktioniert und was am allernächsten an menschliches Blut rankommt. Wichtig ist, dass man das tatsächlich nach Packungsbeilage tatsächlich zusammenrührt und gegebenenfalls auch auf Temperatur bringt, also so bummelig 37 Grad. Und es gibt für dieses Kunstblut auch noch einen Zusatz, der einen sogenannten Gerinnungsfaktor darstellt. Der macht dieses Blut dadurch noch realistischer. Aber Leute, zum einen kostet das Geld. Und zum anderen ist das ein Gimmick, was im Grunde nur was für Profis ist. Dieses Kunstblut, was wir da verwenden, ist so realistisch. Wir haben für eine Hilfsorganisation, für eine Ortsbereitschaft ein Szenario in einer Schule gehabt. In einer Schulaula, diese Schulaula, da war der Boden. Das waren so Marmorfliesen, die per se also schon mal ziemlich glatt sind. So, und da war dann eine größere Lache an Kunstblut und die beiden sind um die Ecke gekommen mit den Worten, alles nur Übungskünstlichkeit. Das hat der Erste einigermaßen laut ausgesprochen, ist aus diesem Kunstblut in 37 Grad warm ausgerutscht und hat sich dann im weiteren Verlauf in Schwimmbewegungen dem Patienten genähert. Nach 3 Minuten war die Nummer gegessen. So realistisch. Das ist das, was wir hier auf dem Hof verwenden. Und das ist das, was wir zum Beispiel auch bei Kunden anwenden, wenn wir denn bei Kunden sind. Wir sind letztes Jahr im Amtsgericht Stade gewesen und haben in Stade 55 Justizwachtmeister geschult in entsprechender medizinischer Leckabwehr. Und da gehörte dieses Kunstblut genauso dazu wie der Umgang mit Traumabandagen, Tourniquet und komprimierter Gaze. Denn du wirst nur gut in dem, was du tust, wenn du es regelmäßig tust. Und das Ganze potenziert sich in dem Moment, wo du so realistisch wie möglich trainierst. Es gibt da dieses alte Sprichwort, was eigentlich aus dem Militär kommt: Train as you fight. Da ist was dran. Mögen viele nicht hören, aber da ist eine ganze Menge Wahrheit dran. Ich hoffe, ich habe ein kleines bisschen Licht ins Dunkel bringen können und habe euch so ein kleines bisschen
ermutigen können, dass auch ihr zu Hause auch mal mit dem einen oder anderen, vielleicht mit der einen oder anderen Sauerei oder dem einen oder anderen Saukram ein bisschen übt. Dieses Kunstblut, was du so auf dem Markt kriegst, hat den ganz großen Vorteil, dass du es in der Regel eigentlich aus normalen Klamotten wieder rausgewaschen kriegst. Also das von Vero geht auf jeden Fall wieder aus normalen Klamotten raus. Es gab früher dieses Kunstblut, was gern mal von der Bundeswehr verwendet wurde. So, und dieses Kunstblut von der Bundeswehr, das war zwar von Haptik und allem anderen sehr realistisch, hat aber den blöden Beigeschmack gehabt, dass du es nicht mehr aus den Klamotten rausgekriegt hast. Bei der Bundeswehr ist es auch nicht ganz so wild. Dann hast du halt geübt, dann sind deine Klamotten im Arsch, dann gehst du zum Material bzw. zur Klamottenausgabe, holst dir neue Klamotten und fertig ist der Lack. Ganz so einfach ist das für den restlichen sterblichen Zivilisten halt nicht. Und wir sollten schon zusehen, dass, wenn wir uns unsere Klamotten schon einsauen, dass wir sie wenigstens nicht vollständig versauen. Ich hoffe, ich habe ein kleines bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Falls euch gefallen hat, was ihr hier so verschiedentlich wahrgenommen habt, dann ist ein Like und dann ist auch ein Teilen durchaus keine schwere Straftat. Auf meinem YouTube-Hauptkanal gibt es wesentlich mehr zu dem Thema Erste Hilfe und dem What Shall We Do with the Krankenpfleger. Meine Damen und Herren, mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal. Bye. Showtime, folks.